Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und in diesem Video möchte ich euch zwei kleine Messer aus dem Hause der Bassigen Knife Group vorstellen, die auf den ersten Blick relativ unterschiedlich aussehen, beim zweiten Blick denn doch sehr ähnlich wiederum wirken und auf den dritten Blick beim genaueren Hinsehen sich dann auch wieder als charakteristisch doch recht unterschiedlich herausstellen. Und zwar handelt es sich da einmal um das Bassi Combat Radioactive Duty und das Scrapyard Psycho WS621. Bei mir auf dem Kanal hatte ich ja erst vor relativ kurzer Zeit mein Bassi Team Gemini Ultra Light Brigade vorgestellt. Das heißt, das war mein erstes Bassi Review überhaupt in all den Jahren. Und ich achte ja ansonsten bei mir auf dem Kanal auch darauf, dass ich immer ein bisschen Abwechslung bezüglich meiner Playlist bringe. Das heißt, hier mal ein Review aus der Ausrüstungskiste, dann mache ich wieder einen Lexikon-Beitrag, wieder was gesellschaftlich, dann machen wir mal ein Reiseding und so weiter. Ja? Nun ist es allerdings so, dass dieser Anlass zum Video hier wunderbar passt. Ja? Das heißt, ich muss gleich noch einen Bassi hinterher schieben, denn für alle, die es bis dato noch nicht wussten und das dann spätestens bei dem Video bei mir, bei dem Team Gemini mitbekommen haben, ist die Verfügbarkeit dieser Messer. Ja, also für alle, die gleich etwas kaufen möchten, was ja sonst bei mir auf dem Kanal doch relativ unorthodox ist, da mein üblicher Disclaimer, nichts von alledem, was ich euch hier zeige, ist mir gesponsert, geschenkt, gratis überlassen worden für irgendwelche Werbeaussagen, die ich euch dahingehend machen muss. Bis zum heutigen Tage habe ich alles von meinem eigenen Geld selbst gekauft. Ja. Und das führte natürlich dazu, dass ich die Dinge manchmal vorstelle, wenn sie schon eine ganze Weile auf dem Markt sind, logischerweise, und der eine oder andere das dann nicht mehr bekommt. Bei Bassi ist es dahingehend nochmal verschärft, weil die Dinge nur für relativ kurze Zeit anbieten. Das heißt, wenn ich euch heute dann sozusagen ein Bassi-Review mache, dann wäre es praktisch morgen schon ausverkauft. Ganz übertrieben gesagt. Ja, also der Zeitraum ist dann nur manchmal nur ein paar Tage bis ein paar sehr wenige Wochen. Ja, ja, und nun will ich da jetzt mal reingrätschen, weil ich möchte euch genau die Möglichkeit geben, dass ihr nicht so verdrossen seid und sagt, ja, jetzt hat er wieder das vorgestellt, was ich nicht kriege. Denn in diesem Moment, zumindest eins der beiden, ist laut aktuellem Datum mit dem, wo ich das heute aufnehme, noch erhältlich. Und zwar handelt es sich, da kann ich gleich vorweg sagen, um das Scrapyard WS621, sowie auch andere Scrapyards, die da so ein bisschen ähnlich sind. Das Radioactive Duty gibt es wieder ganz schön nicht mehr. Ja, also so schnell kann ich denn wieder nicht machen, ne? Denn ich hänge ja auch nicht unendlich voll. Ne? Aber wie gesagt, das ist der Grund, warum ich das Video jetzt kurz nach dem anderen Messer reinmache. Falls den einen dieses Messer zum Beispiel interessieren sollte, hätte er zum heutigen Zeitpunkt noch die Möglichkeit. Und denn so als kleinen zweiten Grund zur Veranschaulung hatte ich euch ja erzählt, im letzten Video war auch so ein entsprechender Teil beim Team Gemini. Es ging allgemein um den Auslandsimport. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in den USA irgendeine Sendung bestelle, irgendein Produkt, ein Artikel, ist ja, ob es jetzt ein Messer ist oder nicht, denn die ganzen Abwicklungen mit dem Zoll, das heißt Einfuhr, Einfuhrumsatzsteuer, Zoll und so weiter. Ja, wie sich das auf den Preis hinterher noch bemerkbar macht und noch vor allen Dingen natürlich, wie lange es mitunter dauern kann. Und da ist genau dieses Video jetzt hier nochmal was super zur Veranschaulichung der beiden Sachen. Da kommen wir gleich mal vorweg. Dieses Messerchen habe ich mir im Dezember 2021 gegönnt. Dafür habe ich natürlich wieder ein anderes verkauft, denn wie gesagt, ich muss ja auch irgendwo das Geld dafür herbekommen. Und da lief bei dem Transport alles, also bei dem Versand, alles relativ reibungslos. Ja, es ist mit UPS verschickt worden. Bassi verschickt in der Regel mit UPS, also wenn man es bei Bassi direkt kauft. Ja, und das Messer hatte ich dann auch. Der Bestellprozess war, glaube ich, schon im November gewesen. Und es hat dann noch ungefähr 2 oder knapp 3 Wochen hat es gedauert, bis die Bestellung dann praktisch erwidert wurde. Das heißt, bis meine Anzahlung angekommen ist und man mir die Rechnung geschickt hat. Das ist ja üblich
natürlich bei Bassi mitunter, je nach Modell. Da hatte ich ja gesagt, dass es da manchmal ein bisschen länger dauern kann, bis man dann bekommt, ja, alles klar, ich krieg's wirklich. Ja. Das hatte so ungefähr, ich glaube, 2,5 Wochen gedauert. Ja. Und dann wurde es aber auch gleich verschickt und war dann auch innerhalb von, ich glaube, es waren vier. Innerhalb von 4 Tagen war es denn bei mir zu Hause. Ja, also es ging relativ schnell. Dieses Psycho, das Scrapyard hier, ja, habe ich jetzt gerade erst, was heißt gerade, es war im Juni diesen Jahres, bestellt. Da ging es diesmal ganz schnell, was die Zusage angeht, denn am nächsten Tag hatte ich bereits die Rechnung. Ja, also nicht lange warten, sondern das ging sozusagen gleich bejaht. Kannst du sofort haben, haben wir da. Ja, sofort bezahlt und es ist auch gleich am nächsten Tag verschickt worden. Das heißt, von Ohio ging es dann nach Kentucky und war dann sozusagen am nächsten Tag auch schon in Deutschland, in Köln am Zoll. Ja, also es hat nur einen Tag gebraucht, wirklich innerhalb 24 Stunden. Das ist kein Witz, innerhalb von 24 Stunden, wo ich es bezahlt habe, bis dass es in Deutschland war, über den Atlantik. Das ist nicht verkehrt, ja. Und jetzt kommt's aber, bevor ich es jetzt nämlich zu hoch lobe. Ja. Es lag denn ganze 20 Tage in Köln beim Zoll. Zollabwicklung, ja. Akkurat, ja. Es ist genau das, was man eigentlich nicht haben möchte. Ne? Und dann, als es dann irgendwann rausging aus dem Zoll, ne, dann wurde es aber auch schon am nächsten Tag, war es denn bei mir. Also der Weg, der Transport von Köln dann über einmal quer durch Deutschland auf der A2 sozusagen lang hingerutscht bis zu mir nach Hause, war es denn am nächsten Tag da, das hatte gepasst. Ja, das war nochmal so ein kleiner Erfahrungsbericht vorab, ne, wie zum Versand, wie das so mitunter dauern kann. Und ich hatte ja gesagt, auch in dem letzten Video, direkt bei Bassi, wie gesagt, in dem Fall per UPS und dann geht es in der Regel in das Lager in Köln. Und wenn das jetzt irgendwo privat kauft und es zum Beispiel mit USPS, das heißt der deutschen Post, der amerikanischen Post verschickt wird und dann an die deutsche Post bzw. DHL übergeben wird, dann landet es nicht in Köln, sondern in der Regel in Frankfurt. Und da kann aber genau das Gleiche rauskommen, was ich euch jetzt mit Köln beschrieben hatte. Ja, auch da habe ich schon Messer gehabt, die lagen da über 3 Wochen, ja, ohne dass irgendetwas passiert wäre. Das also nochmal vorab, nur nochmal kurz zu diesem Bestellprozess. Das eine kann entweder schnell gleich ausgelöst werden oder es dauert ein bisschen länger, dann geht es mal da schnell oder es dauert hier länger, ja, wie man es nimmt. Ja. Und dann würde ich jetzt einmal zu den Messern direkt kommen. Ich hatte ja gesagt, auf den ersten Blick sehen sie relativ unterschiedlich aus. Ja, das ist der erste Blick. Guck da hin, zack, weg sind sie. Sahen nach 2 verschiedenen Messern aus. Ja, guckt man sie sich denn jetzt auf den zweiten Blick ein bisschen genauer an, werdet ihr sagen, hey, das ist doch eigentlich die gleiche Klinge irgendwo, ne? Richtig. Und guckt man sie sich denn aber richtig mal so an und fühlt die auch in der Hand, dann merkt man, es sind eigentlich 2 unterschiedliche Bauartkonzepte, aber für offensichtlich ja den gleichen oder ziemlich ähnlichen Einsatz, Anwendungszweck. Und genau diesen Unterschied, das heißt diese unterschiedlichen Konzepte, hatte ich ja in dem Video zu meinem Team Gemini Ultra Light Brigade erklärt, als ich die Bassi Knife Group aufgesplittet habe in die 3 Unterfirmen, das heißt die verschiedenen oder 4 waren es ja sogar Marken. Wer dazu mehr wissen will, packe euch das Video hinten nochmal in den Abspann, um das mal zu verstehen. Da hatte ich euch ja gesagt, die Bassi Messer sind relativ hochwertig verarbeitet und haben dementsprechend auch den Preis aufgrund des Materials. Und bei Scrapyard hat man ja versucht, aus dem gleichen Hause, der gleichen Gruppe, aber eine andere Marke, versucht hier ein etwas günstigeres Messer herzustellen, aus einem etwas anderen Stahl und einer etwas anderen Materialien, auch grundsätzlich, aber nichtsdestotrotz eben zur hochwertigen Verarbeitung. Und genau das sind diese beiden unterschiedlichen Konzepte und das ist der Grund, warum ich sie euch hier in diesem Video miteinander direkt vergleichen möchte. Und zum preislichen Unterschied, da sind wir hier bei dem Bassi Combat Radioactive Duty, so ungefähr bei $330. Nur der reine Verkaufspreis, dann kommt ja der Versand da drauf, dann kommt auf diese Summe diese 10% Zoll drauf und dann kommt auf diese Summe nochmal die 19% Märchensteuer oben drauf. Und wo liegen wir denn? Dann liegen wir bei knapp 500 Euro, wenn ihr euch nur dieses Messer so bestellt. Pi mal Daumen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen abhängig von anderen Konditionen, aber so Pi mal Daumen kann man schon sagen. Während wir hier beim Scrapyard WS621 bei einem Verkaufspreis von $99 sind, kommt auch hier wieder der Versand drauf, hier wieder die 10%, hier die 19% und dann liegen wir hier ungefähr bei 200 Euro.
Das heißt, wir haben ja krasserweise, wenn man es jetzt in den USA sieht, sind es praktisch nur 200 Dollar. Sehen wir es jetzt hier in Deutschland, sind es 300 Euro. Ja, als Unterschied. Und das ist dann praktisch genau dieser Unterschied, den ich euch da bei dem Aufsplitten der Bassi Knife Group erzählt habe. Ja? Dass man hier dieses hochwertige, etwas teurere macht und das hier ein bisschen mehr bezahlbar. Ja? Neben der eigenen Prämisse muss man sich dann natürlich noch entscheiden, was lohnt sich für einen selbst denn vielleicht ein bisschen mehr. Ja? Kaufe ich mir jetzt das hochwertige, teurere, wo natürlich exponentiell auch mehr drauf kommt. Ja, also das Teure wird im Prinzip noch teurer. Oder kaufe ich mir das Günstige, was im Endeffekt aber so viel oben drauf kommt, dass es überhaupt gar nicht mehr günstig ist. Es ist egal, wie man es nimmt. Das ist der Punkt da rein. Die Dinger werden beiden teurer, das eine mehr als das andere. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich kein Vergleich. Und da muss man dann grundsätzlich natürlich, ist es einem die Sache wert oder nicht. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Das ist, wie gesagt, eine individuelle Entscheidung. Ich bleibe hier bei den Fakten. Das heißt, wir vergleichen hier diese beiden wunderschönen EDC-Messer, könnte man schon fast sagen, ja, anhand ihrer technischen Spezifikationen. Und da beginne ich konsequenterweise bei den technischen Daten der beiden Messer. Ja. Schaut man sie sich so an, dann würde man sagen, sie sind praktisch irgendwo gleich groß und möglicherweise auch gleich schwer, aber genau das ist eben nicht der Fall. Dann hat man sie so in der Hand, dann spürt man den Gewichtsunterschied im Vergleich in jedem Fall. Aber nehme ich auch nur eines in der Hand, dann fällt mir in jedem Fall schon auf, dass das Radioactive Duty für ein kleines Messer relativ schwer ist. Wir liegen hier bei 172 Gramm oder wie der Amerikaner sagen würde, 6 Unzen. Während wir hier nur bei 115 Gramm, das heißt 4 Unzen liegen. Wir haben also einen Gewichtsunterschied von 2 Unzen bzw. Pi mal Daumen 60 Gramm. Und den merkt man auch. Und dieser Gewichtsunterschied resultiert natürlich aus der entsprechenden Bauweise des Messers. Denn auf der einen Seite haben wir hier ein Integralmesser. Ich denke, man sieht das hier schon, dass der Stahl einmal komplett durchgeht durch den Griff. Das heißt, ein volles Material in entsprechend dicker Klingenstärke von 4,2 mm. Während wir hier auf dieser Seite ein relativ dünnes Material von nur 3 mm haben, was sich dann auch noch im Griff sehr stark verjüngt, also zu einem Red Tail übergeht. Und dann natürlich auch noch die beiden unterschiedlichen Griffmaterialien. Wir haben auf der einen Seite hier ein Canvas Micarta. Das Ganze ist verbunden mit hier den schönen Hohlnieten bei Bassi Combat üblich, hatte ich ja erklärt. Und dann auf der anderen Seite haben wir hier diesen typischen Scrapyard Resipren C-Griff, der sozusagen das verjüngte Griffstück hier ummantelt. Das heißt, das Griffmaterial hier an sich schon mal leichter, denn der verjüngte Stahl, der sowieso schon dünner ist, hier die etwas schwereren Griffschalen mit der Integralbauweise und natürlich auch dem dickeren Material. Ja? Also das ist der charakteristischste Unterschied dieser beiden Messer, zumindest jetzt, wenn man Gewicht und natürlich auch auf die Stabilität denn drauf hinaus möchte. Das heißt, der zweite Eindruck vermittelt in jedem Fall die Perspektive, dass das Radioactive hier aufgrund seiner massiveren Bauweise natürlich etwas robuster sein dürfte, als hier das entsprechend leichter, schmalere, federleichte im Vergleich dazu, könnte man schon sagen, Scrapyard. Und schaut man sich jetzt den vermeintlichen Einsatzzweck an, wenn man sich sagt, das eine ist wahrscheinlich ein bisschen robuster als das andere, dann kommt man aber natürlich beim mindestens, also spätestens zweiten Blick auf die Idee, na, warte mal, aber es ist ja irgendwo die gleiche Klinge. Ja? Denn wir haben hier in beiden Fällen eine Drop-Point-Klinge, eine relativ klassische, die auch genau den gleichen Schliff hat, mehr oder weniger. Ne? Entsprechend natürlich der Klingenstärke haben sie aber dennoch beide einen hohen Flachschliff. Ja? Wer mehr zu den verschiedenen Schliffarten wissen möchte, findet da ein Video bei mir auf dem Kanal, wo ich das erklärt habe. Unterschied hoher Flachschliff, das heißt, der ist angesetzt ungefähr, würde ich mal so sagen, hier 1 Zentimeter unterhalb des Klingenrückens, geht dann sozusagen der Flachschliff gerade nach unten weg und unten dann natürlich die zweite Schneidphase. Das haben diese beiden Messer hier praktisch identisch. Und damit ist jetzt natürlich die Frage, wenn ich zum Beispiel für ein EDC-Messer, also das heißt irgendwas, was ich jeden Tag bei mir mittrage, beziehungsweise für diese kleinen, üblichen, man könnte schon sagen, fast das meistgenutzte Messer überhaupt, ja, von den normalen Tätigkeiten, wenn man jetzt nicht an, es ist also nichts für große Holzhack- und Hauarbeiten, keine Frage, dafür sind diese Messer nicht geeignet, aber sie sind für kleine Schneid- und Schnitzarbeiten, Lebensmittelzubereitung und Holzschnitzen und so weiter, dafür ist es hier der Anwendungszweck, ja, und jetzt kann man sich ja natürlich überlegen, was für einen wäre denn hier besser, ja, die etwas dickere Klinge
oder aber die schmalere. Bevor wir jetzt dazu kommen, weil dann würde ich natürlich schon irgendwo in so ein Fazit übergehen, schauen wir uns erstmal die anderen Daten an. Und wo ich jetzt bei der Klinge gewesen bin, natürlich müssen wir hier klassischerweise auf den Stahl hinweisen. Auch mit der größte Unterschied neben der Optik. Denn ich hatte es erwähnt, Bassi Combat grundsätzlich, so gut wie fast immer, natürlich den Infi-Stahl. Ja? Während Scrapyard, hatte ich auch erwähnt, den SR101 hat. Das sind zwei unterschiedliche Stähle. Wer mehr dazu wissen will, wie gesagt, schaut sich das Video nochmal vom Team Gemini an, wo ich den Punkt Infi versus SR101 erklärt hatte. Hier nur ganz kurz, wie gesagt, wir haben hier den etwas zäheren, etwas robusteren, etwas widerstandsfähigeren Stahl, der ein bisschen weniger rostet. Und hier haben wir den etwas härteren, etwas rostanfälligeren, ein bisschen spröderen, eher mehr den Charakter eines Kohlenstoffstahles mit dem SR101. Ja? Es sind zwei unterschiedliche Stähle, die natürlich auch irgendwo ihren Preis haben und daher setzt sich dann natürlich auch der Gesamtpreis zusammen. Ja, man kann davon ausgehen, dass der SR101 grundsätzlich ein bisschen günstiger ist als der Infi. Das heißt allerdings nicht, dass er schlechter ist, denn ich bin der Meinung, für diese Art des Messers, für solch ein kleines Messer, dürfte der Unterschied, was die Robustheit angeht, dürfte man da nicht spüren, denn grundsätzlich würde ich mit so einem Messer jetzt hier nicht riesengroße Hebelarbeiten machen. Also dafür nehme ich größere Messer. Ja. Aber das ist natürlich hier irgendwo auch die Philosophie von Bassi, dass man grundsätzlich immer eine Reserve hat, auch wenn man sie absolut nicht braucht. Ja. Hier Stichwort Bahnschienensägen zum Beispiel. Ja. Ja, also das ist wie gesagt beim Stahl der Unterschied. Die Rockwell-Härte hier bei beiden Stählen übrigens gleich angegeben. Bei Bassi grundsätzlich 58 bis 60 HRC. Und zur Klinge, ich hoffe, das sieht man jetzt hier, trotz meiner etwas dunklen Belichtung, ein bisschen schwierig, sind sie auch beide von dem Finish, das heißt der Oberflächenbehandlung, gleich. Sie sind beide satiniert. Ja, es gibt ja bei Bassi unterschiedliche Klingen-Finish, das heißt beschichtete mit irgendeiner Farbe, die dann da drauf klebt, ja, zum Rostschutz. Oder wir haben halt satinierte. Oder wir haben manchmal auch den Double Cut, das heißt gestrahlte, zum Beispiel Glasperlgestrahlte. Das ist hier in dem Fall beide gleich satiniert, man könnte auch sagen minimal poliert. Also in jedem Fall glänzend, würde ich mal sagen. Ja, da nehmen sie sich beide praktisch gar nichts, was das Klingen-Oberflächenfinish angeht. Und die Klingenlänge selbst ist hier beim Radioactive Duty, beträgt die 101 mm. Also vom Griff bis zur Klingenspitze. Während wir sie hier beim Scrapyard von 98 mm haben, im gleichen Bereich. Ja. Die Schneidlänge allerdings ist hier etwas kürzer beim Bassi mit 86 mm, während wir hier 90 mm Schneidlänge haben. Durch das Bassi-typische Designmerkmal, das heißt hier, hatte ich erklärt, was praktisch bei allen Messern vorhanden ist, sowohl von ganz klein bis ganz groß, dieses Loch als Fingerschutz hier unten, ja, was natürlich beim Scrapyard fehlt, dürfte denn klar sein, dass das Ricasso kommt bei beiden irgendwo. Das ist hier etwas, ist hier schön rund ausgeformt. Ja, passend natürlich, auch ein Klassiker bei Bassi. Ist bei Scrapyard eher mit diesem kleinen Absatz hier so ausgeformt. Das ist auch bei Scrapyard relativ typisch, diese Ricasso-Art, eh dann sozusagen die Schneidphase erst beginnt. Ja. Und das ist der Grund, warum wir trotz einer etwas minimal längeren Klinge beim Active Duty dennoch eine etwas geringere Schneidlänge in der Summe haben. Wo wir jetzt natürlich den Unterschied Klingenlänge, Schneidlänge haben, dann dürfte natürlich auch klar sein, dass die Gesamtlänge ist wahrscheinlich auch, ne, hier mit den 212 mm und hier mit den 220 mm, wobei denn hier, wie gesagt, etwas mehr auf den Griff entfallen von 121 und hier ein bisschen weniger auf 113 mm. Und schaut man sich das Radioactive Duty an, der eine oder andere Bassi-Kenner wird es wahrscheinlich jetzt schon definitiv erkannt haben. Und das war praktisch auch mein Grund, warum ich es mir gekauft habe. Denn es sieht praktisch genauso aus wie das damalige Active Duty. Das Active Duty, wer es nicht kannte, war ein sehr populäres kleines Messer bei Bassi. Um nicht zu sagen, fast schon eigentlich das kleine Bassi überhaupt. Es gab da damals noch das Game One. Das Game One war allerdings noch eine Nummer kürzer und war eher für den Bereich Kleinjagd zum Beispiel, daher auch der Name natürlich, ja, Game, und hatte mehr so diesen typischen Drop-Point-Charakter, während wir beim Active Duty grundsätzlich das Ganze, die Klinge etwas schmaler, etwas länger gezogen ist. Und der Unterschied zu dem älteren Active Duty ist praktisch, dass das in den Dimensionen der Länge nur minimal größer ist. Wirklich nur minimal. Das heißt, sowohl der Griff
als auch die Klingel selbst sind ein wenig länger. Und man sieht es vielleicht auch schon, wer das... Ich habe euch jetzt leider kein Foto mehr vom Active Duty, da ich meins damals verkauft habe. Ich kann also keinen direkten Vergleich machen, aber ich kann es euch dennoch zumindest sagen, dass hier beim damaligen Active Duty die Klinge eher abfällt und dann etwas spitzer zugeht. Das heißt, der Klingenrücken mehr in Richtung Spearpoint als Droppoint geht. Aber es ist meiner Meinung nach immer noch ein Drip-Point, das Active Duty. Man kann sich natürlich darüber streiten. Ja, das ist schwierig. Natürlich auch, es gibt auch ein paar Varianten, gab es damals auch davon. Ja. Die eine dann wieder mehr, die andere weniger. Aber lange Rede, kurzer Sinn, kann man sagen, es ist wirklich nur ein sehr kleiner Unterschied. Und das war ja der Punkt, wie gesagt, meines Kaufes, weil ich mit dem Active Duty wirklich immer sehr zufrieden war. Es war ein schönes, praktisches Messer. Dachte ich mir, nimmst du nochmal das Radioactive Duty. Ja? Das heißt, für alle Leute, die damals, es ist schon, also ich kann nicht mal sagen, wann das rauskam, also es müsste schon locker 10 Jahre, mehr als 10 Jahre her sein, das Active Duty. Hatte ich damals auch gebraucht gekauft, war sehr teuer übrigens dann noch, weil ich es später ja bekommen habe, Bassi-typisch. Hätte zum Beispiel mit dem Radioactive Duty, weil das, denke ich mal, es ist zwar relativ selten, aber noch nicht mehr ganz so alt. Das heißt, eventuell kriegt er das möglicherweise noch eher. Für den, der es haben möchte, der damals kein Active Duty hatte, der wird mit dem Radioactive Duty, glaube ich, auch relativ zufrieden sein. Wie gesagt, es ist fast identisch. Und dann komme ich nochmal zu dem Merkmal, was ich eingangs schon erwähnt hatte und was sehr wahrscheinlich der größte Unterschied bei diesen beiden Messern ist, auf den ersten Blick, wie gesagt, natürlich der entsprechende Griff. Ja. Sie liegen, das kann ich schon mal vorweg sagen, beide für sich sehr gut in der Hand. Ja. Beleuchten wir uns jetzt erstmal eins nach dem anderen. Beginnen wir mit dem Bassi Combat Radioactive Duty. Haben wir hier den Mikata-Griff. Wir haben die ausgeformte Bassi-typische Wölbung hier, also diese dreidimensionale, die in der Mitte etwas dicker ist, mit 17 mm. Und hier an diesen beiden dünneren Stellen habe ich 14 mm gemessen. Und dann das Mikata selbst, das Canvas Mikata, hat hier noch diese Fischhautstruktur, Schuppenstruktur, wenn ich das mal so nennen darf. Hier oben hat er diese kleine Wölbung und dann fällt er nach hinten schön gleichmäßig, aber doch sehr charakteristisch nach unten ab. Zu was führt das Ganze? Natürlich zu einer akkuraten Handlage. Ihr fasst das Messer automatisch intuitiv so an. Punkt Nummer 1. Durch diese kleine Wölbung hier geht der Daumen automatisch weiter nach hinten. Durch die Struktur bzw. diese Dreidimensionalität bleiben die Finger auch genau da, wo sie sein sollen. Und jetzt natürlich das Klassischste, was das Active Duty, wofür es ja auch deswegen sehr beliebt war aufgrund der Handlage, diese Rundung, die nach hier hinten weggeht, ja, die schmeichelt sich hier sozusagen zwischen den Handballen richtig ein. Man kann, also es liegt richtig gut. Das kann man, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja, sonst wäre es natürlich nicht Bassi. Man muss es da schon mal loben. Das zieht sich durch einige kleine Modelle wirklich hinweg. Jedes ist für sich irgendwo immer ein bisschen anders. Aber hier muss man sagen, ich habe das damals, das Active Duty war mein erstes, wo ich es in die Hand genommen habe und sagte, geil. Und das kann ich heute beim Radioactive genau das gleiche, was ja der gleiche Griff ist natürlich. Ja. Was etwas gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass der Daumen hier weiter nach hinten geht. Es gibt konsequenterweise bei Bassi keine Rampe, keine Auflage, keine Riffelung oder sonstige Designmerkmale, die, da muss ich sagen, bei vielen, bei wirklich nicht wenigen Messern eigentlich eher das Ganze schon fast kaputt machen. Ja, das Messer wäre manchmal besser dran ohne diese Riffelung, ohne dieses Jimping und solche Späße. Ja, denn kann man, bei jedem Messer, das konnte man vorher auch, ne, denn vor vielen Jahren hat es sowas noch gar nicht gegeben. Ja, und da hat man ganz einfach oben auf die Klinge draufgefasst mit dem, und das war völlig in Ordnung. Auch genau das kann ich hier noch weiterhin machen. Ja, mit 4,2 mm ist das Ding breit genug, dass ich hier ordentlich Druck ausüben kann, ohne dass es unangenehm wird mit dem Daumen. Ja, das heißt, wenn ich wollte, könnte ich auch weiter nach vorne anfassen, aber die ganze Handlage, das heißt, wie die Finger hier so sitzen und mit dem abschließenden Handballen diese Geschichte, ja, in der hohlen Hand, gibt automatisch schon vor, dass ich mit dem Daumen gar nicht so weit nach vorne will, weil dann würde ich hier hinten Griffstück verlieren. Dann wird es hier vorne auch, dann passt es nicht mehr. Man fasst das Messer automatisch weiter hinten an und schon rutschen wir auch mit dem Daumen nach hinten. Das ist auch der Punkt, warum man denn hier konsequenterweise auch diese kleine Wölbung sozusagen als Rampe mit vorgesehen hat für den Daumen.
Davon gehe ich mal ganz stark aus. Und das passt auch. Es sieht erstmal ein bisschen ungewöhnlich aus, dass der Daumen so weit hinten sitzt. Wie gesagt, man könnte ihn nach vorne machen. Aber so passt diese Daumenlage super zum Handgriff. Ja? Und da kann man grundsätzlich, also ich finde nichts Negatives an diesem Griff. Ja? Und hier hinten haben wir dann zum Abschluss noch dieses Lanyard-Hol. Das heißt, das Löchlein für den Fangriemen, 4,7 mm Durchmesser, ja, ziemlich ähnlich zu dem hier vorne übrigens. Ja. Und damit könnt ihr jetzt natürlich eine Schnur noch durchziehen. Bei kleineren Messern mache ich das nicht unbedingt. Ja. Kommt drauf an, für den Einsatzzweck. Ja. Und bei kleinen Messern liegt der Schwerpunkt üblicherweise, also bei dieser Größe, Klingenlänge um die 10 cm, was man nochmal sagen kann, liegt der Schwerpunkt in der Regel im Griff. Das heißt, die Messer sind in der Regel immer grifflastig. Und so ist es denn auch bei diesem hier. Ja. Wäre dann hier. Und dann springe ich jetzt genau von diesem Punkt mal zu dem anderen hier. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen hier mit einer Hand. Das kann ein bisschen schwierig werden. Ich müsste die zweite das hier ein bisschen besser hinlegen. Das wird dann aber auch nichts. Das liegt noch komplizierter als das Bassi. Aufgrund, weil es so leicht ist. Ja? Schwereres Messer kann man natürlich ein bisschen besser ausbalancieren. Aber ihr seht, was ich euch demonstrieren wollte. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Der Schwerpunkt ist genau der gleiche. Ja? Sie sind beide auf der gleichen Stelle hier vorne austariert. Und das, wie gesagt, obwohl das Skalco ein komplett anderes Messerkonzept bzw. einen komplett anderen Aufbau hat. Ja? Hatte ich alles erwähnt. Wir bleiben hier natürlich auch wieder beim Griff. Und das ist der Grund, wo ich euch gesagt habe, warum ich das kaufen musste. Active Duty musste das sein. Natürlich wegen meiner Abenteuerreportage. Lappland, wer sich daran erinnern kann, da hatte ich einen sehr schwarzen Moment leider auf dieser Reise, wo ich mein geliebtes Hack War Dog 1 of 12 verloren habe. Leider ungünstigerweise. Und das hatte genau denselben Griff. Ein Resi PNC. Gibt es in verschiedenen Varianten, hatte ich auch beim Team Gemini Video erklärt. Das ist hier wie gesagt der Resipri 10 beim Scrapyard für die kleineren Modelle und genau den gleichen hatte ich da beim Hack Wardog. Ja, der einzige Unterschied was da war, die Klinge natürlich noch etwas länger und es war ein Hohlschliff. Ja. Das ist jetzt hier der etwas kürzere und klassischere Droppoint Klinge. Passte für mich jetzt allerdings praktisch genauso gut. Mir ging es hauptsächlich um den Griff. Ja. Und da war ich echt sehr froh, denn ich habe bei Scrapyard schon einige Zeit nach dem Verlust immer mal wieder geguckt, ob nicht ein Modell rauskommt, was mich irgendwie interessieren würde. Wichtig war für mich, ich will diesen Griff haben. Und dann musste einfach nur die Klinge so halbwegs passen. Ja. Und dann kam genau das Ding raus, ja, das WS621. Und dazu muss ich sagen, es gibt parallel und auch zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr verschiedene andere Varianten, mit diesem Griff, aber unterschiedliche Klingenformen. Ja, es gibt da welche, die sind dann hier noch mit einer Einwölbung, so ein bisschen ähnlich wie zu sagen, dieser Bogen sitzt denn hier oben drin. Das heißt, ihr habt denn da sozusagen eine konkave Klinge, so ein Bogen. Dann habt ihr eine etwas breitere, dann habt ihr einen Sheepfoot. Also wer an diesem Griff, wer den genauso geil findet wie ich, der findet dazu verschiedene Klingenformen. Und das finde ich ist ein richtig gutes Konzept. Ja. Und bleiben wir mal bei dem Griff. Wenn ich jetzt hier gesagt hatte, 14, 17 mm, haben wir hier 17 bis 23 in der Dicke. Ja, das heißt, das breiteste Teil hier in der Mitte oder hier hinten, wie man es nennen mag, da ist sozusagen das schmalste Teil an diesem Griff genauso breit wie hier das breiteste. Was heißt das? Dass dieses Messer natürlich richtig geil so in der Hand liegt. Ja? Während das Messer ja mehr diesen Griff hat, wo man sich sagt, na, es ist mehr so ein bisschen feinfühliger. Ja? Ich würde sagen, ich habe Handschuhgröße 9, es ist nichts mehr für riesengroße Hände. Also bei einer 10, 11 oder so, da könnte sich das Messer schon verlieren. Geht noch, aber ihr müsst dann mehr Druck ausüben in jedem Fall. Dieser Griff gibt natürlich nach oben hin optional mehr vor, liegt allerdings bei kleineren Händen genauso gut daran, weil es ja natürlich nur ein kleines Messer ist. Also nicht denken, jetzt für kleine Hände passt es nicht mehr. Überhaupt nicht. Aber hier ist noch ein bisschen mehr Spielraum gegeben. Und das Wunderschöne an diesem Griff, er hat genauso diese, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, diese Ausformung ist auch ähnlich. Ja? Aber ihr seht das jetzt schon, die ist natürlich dadurch, dass der Griff in der Gesamtheit länger ist, natürlich auch mehr ausgeformt. Das heißt grundsätzlich für größere Hände. Und während das hier nach hinten, nach unten abfällt, ja, seht ihr, geht das andere nach hinten gerade weg. Aber das Charakteristische, es wird deutlich breiter. Das heißt,
die Handlage ist nicht so, dass sie hier in den Ballen fällt, wie wir es hier eben hatten, wenn wir uns das jetzt hier nochmal anschauen. Ja, also hier merkt er richtig diesen runden Abgang, während er hier eher diesen dicken Knubbel merkt. Und beides für sich, der runde Abgang liegt schmeichelnd in der Hand und hier drückt dann sozusagen euer kleiner Finger, gibt hier den Abschluss vor, also der gibt den Halt des Messers, während hier der Halt des Messers mehr von eurem Handballen gegeben ist. Natürlich auch durch das Material, denn wir haben hier Resiprin C, ist ein Kunststoff, ist sozusagen so eine Art Gummi, könnte man schon sagen. Ja, es ist wirklich abrasiv. Ja, wenn ich jetzt hier rumreibe, kriege ich fast schon diese, hatte ich auch schon mal erklärt, ja, kriegt er hier, es ist wirklich wie Gummi, ja, also wie so ein Radiergummi fässt sich das tatsächlich an. Und ich kann diesen Griff, also es ist, ich muss es sagen, ich hatte es auch bei mir auf der Webseite schon, wer die Reviews kennt, bei mir immer wieder geschrieben, es ist der geilste Griff, den ich bei kleinen Messern kenne. Aus Kunststoff, wie gesagt, ja. Wir haben, das ist jetzt ein Mikata-Griff, ist natürlich auch ein Kunststoff für sich, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ein ähnliches Material wäre zum Beispiel, was ich mit Kunststoff meine, dieses Kraton, ja. Also alle diese schwarzen Messergriffe, die so plastemäßig sind, ja. Und da muss ich sagen, ist das geilste Material, was ich kenne. Es ist super griffig, es ist praktisch. Schaut da bei mir auf die Webseite ins entsprechende Review, wo ich das mal näher erklärt habe. Resiprin C könnt ihr bei mir da googeln auf der Seite und dann findet ihr die physikalischen Eigenschaften. Neben dieser schlagdämpfenden Wirkung eines Kunststoffs, die hier übrigens sehr groß ist, auch wenn sie bei kleinen Messern jetzt hier nicht wirklich zum Einsatz kommt, ja, bei den größeren mit den Resiprin C Griffen ist das richtig geil, wenn er da irgendwo drauf rumkloppt. Habt ihr richtig viel Komfort, also keine stärkeren Schläge, Vibrationen, die sich in die Hand übertragen. Das wäre jetzt hier nicht das Charakteristische, aber nichtsdestotrotz ist diese Griffigkeit, das heißt dieses Gummierte, ja, wo man das Ding auch im feuchten Zustand, das heißt, wenn es besonders heiß zum Beispiel ist, ich habe geschwitzt, ja, oder das Messer ist grundsätzlich nass geworden, liegt das 1A an der Hand, ja, denn es ist natürlich Hitze-Kälte isolierend und diese ganzen Öl-, Laugen-, Benzin-Beständigkeiten, ja, das ist... Es ist nicht besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastung. Das hatte ich erklärt. Ja, das heißt also, man könnte, wenn ich jetzt hier mit dem Messer hier reinhacke, habe ich hier ganz schnell einen Schlitz drin. Ja, ich könnte hier sozusagen auch was abschneiden. Bei dem kleinen Griff spielt es aber, wie gesagt, keine Rolle, da wir es ja nicht zum Betonen nehmen. Das heißt also, hier dürfte keine Beschädigung drankommen. Ja, wenn das Ding jetzt hier irgendwie mal runterfällt auf einen Stein oder so, ja, das schadet dem Griff natürlich nicht. Ja. Also was ich damit sagen will, Resiprin C, sowohl bei den großen Messern, da überwiegt die Haftreibende mit der schlagdämpfenden Wirkung, als auch hier bei den kleinen Messern, da haben wir mehr eher die Haftreibende. Dafür ist hier das Besondere im Gegensatz zu den großen. Die haben zwar auch eine schöne Ausformung, sind dann aber eher in der Ausformung in der Finger nach unten gesehen, also eher dieser Bereich, während der hier noch mehr in die Breite, das heißt mehr dreidimensional strukturiert ist. Und damit, ihr merkt das schon, ja, ich kann da echt nur schwärmen von dem Ding. Und während hier praktisch diese vordere Designmerkmal praktisch den Handschutz, den Griffschutz etwas vorgibt, da kann man drüber rutschen, ja, kommt nicht vor, da muss man schon... Man wird da trotzdem keinen Kontakt zur Schneide haben, bin ich der Meinung. Ist es hier super sicher. Ja? Hier liegt das Ding vorne richtig an. Also schiebt die Hand da schon praktisch gegen. Die wird vorne durch das Gehen gestoppt und hinten durch diese breitere Wulst. Und damit ist es einfach, es ist ein klasse Griff. Anders kann ich es echt nicht sagen. Ja? Und das Einzige, was bei diesem Griff tatsächlich nicht passt, ist zur Messergröße. Denn man würde nicht erwarten, dass man solch einen schönen Griff bei solch einem kleinen Messer hat. Denn üblicherweise, das ist schon relativ unüblich, aber noch okay, aber der liegt deutlich schmaler in der Hand, aufgrund der Werte, hatte ich gesagt, der liegt deutlich massiver in der Hand. Und das hat man bei kleinen Messern praktisch sonst nirgendwo. Ja, in der Regel sagt man sich ja so, kleine, schmale, kurze Klinge irgendwie und entsprechend kurzer Griff. Nicht selten ist es ja so, dass sich der Griff hinten in der Hand verliert. Das heißt gar nichts hier mit den 12 cm Länge, ja, sondern vielleicht nur 10, ja. Und dann verliert er sich in der und zu was führt es natürlich, dass es aus der Hand rutschen kann, dass es ganz schnell runterfällt. Das Messer, das klebt förmlich in der Hand, das ist der Wahnsinn. Ne? Und das ist natürlich der Riesenvorteil. Als Nachteil kann man das jetzt natürlich auch benennen, überall wo Licht ist, ist auch Schatten, logischerweise. Ihr habt eine relativ kurze Klinge, die ihr jetzt irgendwo hinstecken wollt. Ihr habt das gesehen, wo ich vorher mein Hack Wardog getragen habe, immer hinten an dem
Am Gürtel, ja, also das heißt in der waagerechten Trageposition, war meine favorisierte, ist sehr oft bei Kleinmessern übrigens, resultierte natürlich auch daher, dass der Griff zu lang war und zu massiv, zu dick aufgetragen hat, als dass ich es jetzt in die Hosentasche hätte stecken können. Ja. Das würde jetzt bei dem auch schon nicht mehr gehen, weil es grundsätzlich zu lang ist, ja, und der Griff jetzt auch nicht so super, aber es würde sich vielleicht, bei dem ist er einfach zu breit, das merkt er, also zu dick, ja, wenn du das ja irgendwo in die Hosentasche steckst, das heißt in die obere Oberschenkeltasche, Beintasche meine ich vor allen Dingen, dann trägt das zu dick auf. Und deswegen habe ich dieses Messer genommen und immer hinten getragen, war eine super Trageweise, hat der natürlich nur beim Sitzen gestört, wenn ich mich irgendwo angelehnt habe, im Autositz zum Beispiel, das wäre die einzige Position. Ansonsten war das für diesen Griff zumindest bei den kurzen meine favorisierte Scheidenposition und ich glaube, dass ich für dieses genau die gleiche Scheide mir wieder basteln werde, wie auch vorher zu meinem Heck Wardog. Ja. Und wo ich jetzt beide Messer, was die Handlage angeht, gelobt habe, ja, und es sind beides völlig charakteristische und das finde ich ist ja das, worauf ich auch anfangs mit diesem auf den dritten Blick hinaus wollte. Ja. Was man so gar nicht meint ist, du nimmst das eine in die Hand und sagst, das sieht richtig gut. Ja. Dann sieht das andere völlig anders aus eigentlich. Nimmst das in die Hand und sagst, Alter, das sieht richtig gut. Wisst ihr, was ich meine? Da findet mal Hersteller, echt? Also es soll hier keine Werbung für Bassi sein. Ich weiß, ich mache das jetzt indirekt, aber das ist nicht mein Ziel. Ich sage das aus Überzeugung, ja, weil ich praktisch nichts Besseres als diesen Kunststoffgriff kenne in seiner Art. Und diese Griffart, typisch fürs Active Duty damals gewesen, ist auch ziemlich einzigartig ist auf dem Markt. Beide für sich sind relativ einzigartig oder sind einzigartig, das darf man glaube ich so sagen, ja. Und dennoch sind sie beide irgendwo geil. Also sie liegen richtig gut in der Hand. Ich kann bei beiden nichts Negatives finden. Wenn ich jetzt den charakteristischen Unterschied machen müsste, wir denken uns mal die Klinge jetzt weg, also völlig egal, was jetzt hier oben für ein Stück Stahl rausguckt, wir nehmen nur die Griffe in die Hand, dann würde ich sagen, ist das ein Griff, der eignet sich, der ist überwiegend dafür, dass ich das Messer so halte und schöne, feine Schneidarbeiten machen, weil es gibt hier hinten schon der Handballen so ein bisschen vor, ja? Das heißt, mehr so ein bisschen mit der Spitze auch durchaus arbeite, ja? Also für richtig feine, wo die Spitze des Messers vor allen Dingen im Vordergrund steht. Ja? Nur anhand des Griffes, immer dran denken jetzt. Ja? Weil der Griff diese Handlage hergibt. Der gibt nicht unbedingt dieses hier her, dieses Charme. Dafür, das passt ja nicht. Seht ihr denn auch schon hier hinten. Da guckt das Ding raus und merkt gar nichts von dem Abfall. Es ist wirklich diese Position. Das ist die intuitive Griffposition für das Radioactive Duty. Ja? Und also für diesen Griff des Active Duties. Ja? Egal, was jetzt hier vorne für eine Spitze dran hängt. Und schaue ich mir jetzt den des Psycho an, dann ist das eigentlich gar nicht diese Griffart, überhaupt nicht, weil dann merke ich, es wird hinten zu dick und vorne rutsche ich rüber, weil ja vorne nicht dieser Huckel gegeben ist. Ja? Also es ist hier fast glatt, es ist nur ganz, ganz minimal, also sieht man fast gar nicht. Ja? Ich würde den Daumen zwar genauso hier vorne auflegen, ja? Und hier gibt es, hatte ich ja auch erwähnt, noch ein paar Modelle, die eine andere Daumenauflage haben. Ich kann ihn auch nur auf die 3 mm Klinge legen, das geht noch. Ja? Aber hier würde ich den Daumen ziemlich genau, hier wäre so meine Position. Ist genau die Mitte von beiden, ja? Übergang, Klinge, Griff. Und hier gibt die Griffform, wie gesagt, nicht das hier vor, sondern eher den Griff. Merkt ihr? Das ist der große Unterschied. Egal, was jetzt hier für eine Klinge dran ist, das ist eher der Griff für solche Arbeiten und vielleicht auch natürlich... da er diesen Handschutz hier vorne bietet, auch eher so für Stecharbeiten. Das heißt, schon fast taktisch, könnte man sagen. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Kampfmesser, das wäre der falsche Eindruck, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich kann hier mehr so die taktischen Sachen mitmachen, während hier so mehr so die... Nur auf die Griffe jetzt geachtet. Immer ganz wichtig, Klinge war jetzt mal außen vor. Griffhaltung eher so und Griffhaltung eher so. Das wäre der charakteristische Unterschied dieser beiden Griffe. Also wenn man jetzt nicht anhand der Optik auswählt, sondern nur anhand der Arbeiten, die man mit der Klinge machen möchte und sich dazu den passenden Griff auswählt. Ich weiß, das werden die wenigsten machen, weil in der Regel heißt es, ey, Messer, geil, sieht schön aus, nehme ich.
Aber ihr wisst ja, also zumindest die Zuschauer meines Kanals, die Abonnenten wissen, dass ich mir meine Produkte grundsätzlich alle anhand der Faktenlage, das heißt der Spezifikation und des entsprechenden Anwendungszwecks aussuche. Das heißt, ich gehe ganz strukturiert vor, was möchte ich damit machen, wozu möchte ich es haben, gebrauchen. Ja? Und genau so habe ich es ja damals auch bei dem Griff gemacht. Und von daher muss ich sagen, war das ja auch mein Heck-Wardog, so wie ich es getragen habe. Das passt ja denn die Trageweise auch. Ich ziehe es raus und war sozusagen sofort griffbereit. Es war mein Backup-Messer. Ja, also für Tätigkeiten, die manchmal vielleicht auch ein bisschen unorthodox sind. Ja. Tja, und unabhängig von dem Griff, ja, das heißt hier völlig anderes Material, völlig andere Form und dennoch richtig gute Handlage jeweils. Die eigentlich gleiche Klingenform, aber unterschiedlich stark ausgeprägt, unterschiedlicher Stahl. Ja. Was soll ich sagen? Im direkten Vergleich dieser beiden Modelle ist praktisch jedes für sich meiner Meinung nach gut gelungen und es kann hier praktisch keinen Sieger geben. Ja? Ich könnte jetzt sagen, das eine würde man bei einem Vergleich ja in der Regel machen, das eine ist besser als das andere. Denn obwohl, hier immer dran denken, die über 200 Dollar Preisunterschied liegen, könnte man jetzt natürlich grundsätzlich sagen, ey, das teurere ist das bessere. Ist aber gar nicht so. Denn, und das finde ich ja, ist ja das Besondere und darauf wollte ich ja nochmal auch in diesem Team Gemini Video drauf hin, obwohl es eine andere Marke ist in der Bassi Knife Group, heißt es nicht, dass es deswegen schlechtere Messer sind. Ja? Sie sind beide für sich richtig gut gelungen und daher muss ich hier sagen, Hut ab, Chapeau. Ja? Es ist relativ selten, dass ihr bei ein und demselben Unternehmen unterschiedlich günstige, preiswerte oder teurere Konzepte findet und aber nicht heißt, dass das günstige denn gleich minderwertiger Schrott ist. Scrapyard, immer dran denken. Ja? Und das teure Modell grundsätzlich das ist, was immer besser ist. Ist überhaupt nicht so. Sie sind beide wirklich richtig gut und es entscheidet hier wirklich der individuelle Anwendungszweck. Einmal jetzt mal abgesehen von der Optik, wo man sich sagt, welches gefällt einem irgendwo besser. Ja? Da sie ja beide gut in der Hand lagen, könnte man jetzt hier noch differenzieren, welche Handlage ist eher so meine bevorzugte und welche Klingenstärke ist hier meine bevorzugte. Denn das ist noch ein Punkt, wo ich jetzt schon sehr viel Positives erwähnt hatte. Das heißt, um die positiven Dinge mal zusammenfassen, sie haben beide eine gute Verarbeitung. Sie sind beide schnitthaltig und sie haben beide eine super Handlage. Ja? Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen was Negatives nennen zum Abschluss. Ja. Und das ist das, was praktisch auch Bassi-Messer allgemein so ein bisschen charakterisiert, ist, dass ihre Klingenstärke manchmal ein bisschen übertrieben ist. Ja. Und das wäre ein, darf man ruhig nennen, im Vergleich muss man sagen, Negativkriterium. Denn diesen 3 mm Klingenstärke ist nicht ganz so robust, das ist klar. Das heißt, Hebelsachen nicht, aber für feine Schneidarbeiten, Lebensmittelzubereitung vor allen Dingen, ja, wenn ich an solche Dinge denke, ist das hier das günstigere Messer, das tatsächlich geeignetere. Während das hier mit dieser breiteren Klingenstärke eher spaltet. Ja? Nehmen wir mal den Klassiker. Ich will einen Apfel oder eine Möhre schneiden. Ja? Da dürfte klar sein, was hier passiert. Ich drücke das Ganze mehr durch. Ja? Während man hier natürlich mehr den Schneidcharakter hat. Ja? Aber um diese Klingenstärke von 4,2 mm jetzt nicht schlecht zu machen, muss man natürlich sagen, dass er auch mehr Reserven bietet, wenn man jetzt zum Beispiel starke Schnitzarbeiten macht. Ja? Da wäre hier natürlich die Gefahr, dass es hier zu einem Ausbruch kommt, bei der deutlich geringeren Stärke, durchaus höher. Ja? Und das ist dann wieder schwierig, wie man sich dann wieder unterscheiden muss. Ja? Womit kommt man besser klar? Was genügt einem irgendwo? Und das wollte ich euch in diesem Video ja vorstellen. Zwei, auf den ersten Blick, doch relativ unterschiedliche Messer, die sich bei genauerer Betrachtung doch als mit relativ vielen Gemeinsamkeiten plötzlich herausstellen und aber dann im direkten Vergleich, wenn man es ganz genau betrachtet, es extrem schwierig macht, hier sozusagen einen Favoriten zu finden. Und das ist ja das Besondere daran, dass es aus ein und demselben Hause zwei völlig unterschiedliche Konzepte gibt, die dennoch für sich beide meiner persönlichen Meinung nach an Betrachtung der Faktenlage in jedem Fall dennoch super gelungen sind. Und ich würde mir wünschen, dass so etwas auch mal andere Hersteller, vor allen Dingen natürlich am besten auch mal
Deutsche hinbekommen könnten, damit ich nicht immer diesen riesen Aufwand habe, etwas aus einem anderen Teil unseres Planeten zu bestellen, mit dem riesen Aufwand und den immensen Kosten dahinter. Ja, denn das ist leider das einzig Negative bei beiden Dingern, ja, wo man sich sagt, dort in den USA, naja, kann man kaufen irgendwie, aber bei uns sagt man sich dann, boah, da steht der Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Schade einfach, dass das eigentlich uns, die Amis, irgendwie vormachen müssen und nach wie vor immer noch keiner hier meiner Meinung nach zumindest deutlich besser gemacht hat mit einem entsprechend, das ist ja mal das Wichtige, ähnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch, egal mit welchem Messer, ob ihr euch jetzt zwischen den beiden entscheiden müsst, dann muss ich euch sagen, schon mal mein Beileid, das fällt mir auch enorm schwer. Ja. Sucht euch vielleicht doch lieber irgendwo andere, wo die Entscheidung leichter fällt. Egal mit welcher Klinge, wünsche ich euch grundsätzlich viel Spaß draußen.